Hubert ohne Staller. Eine smarte Dame. Es ist Tag. Die Maria-Himmelfahrtskirche in Aufkirchen von oben. Der Streifenwagen hält vor einem modernen, zweigeschossigen Gebäude mit schmalen, bodentiefen Fenstern. Girwitz und Hubert steigen aus. Sie gehen zur Haustür. Ein dunkelhaariger Mann in blauem Bademantel öffnet. Er ist Mitte 40, trägt einen Vollbart und hat blaue Augen. Ja, bitte. Ja, guten Morgen, Herr Seidel. Sie hatten angerufen, wegen Ruhestörung. Ach, Sie meinen wegen der lauten Musik drüben beim Nachbarn? Ja, das war ich. Das war allerdings gestern Abend. Aber gesagt, das ist eine alte Nachricht auf dem AB. Also, den Weg hätte man sparen können. Nee. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie erst heute früh Ihren Anrufbeantworter abhören. Wir können nichts dafür, wenn unser Anrufbeantworter spinnt. Tut mir leid, Emil. Ich bin ein bisschen aufgekratzt. Ich habe die ganze Nacht an meinem Buch gesessen. Oh, Sie sind Schriftsteller. Kniechirurg. Arthroskopie am Kniegelenk. Hey, spannender Titel. Hm? Ich hab so ein Ziehen im Knie, runter bis in die Ferse. Soll ich da mal nachschauen lassen? Ja, machen wir uns einen kleinen Termin mit dem, hä? Ja, aber zuerst kümmern wir uns um die Ruhestörer, nicht? Die Ermittler gehen. Seidels Lächeln verschwindet. Hubert, ist wichtig, dass die Leute wissen, dass wir immer da sind, auch wenn wir mal nicht da sind, nicht? Ja, schon klar. Girwitz späht durch ein rundes Fenster in einer Tür. Ein junger Mann in Unterhemd und Boxershorts öffnet. Hallo? Oh, Leon, welcher Idiot klingelt um die Uhrzeit? Idioten, wir sind zwei. In einem Wohnzimmer liegt ein Dunkelblonder auf dem Sofa. Leere Flaschen und Plastikbecher bedecken den Tisch. Scheiße. Er setzt sich auf. Super, Tom, echt. Danke. Leon schlüpft in eine Jeans, eine Dunkelblonde in Shorts und Pulli. Mir ist schlecht. Eilt an den Ermittlern vorbei. Dass man sich in dem Alter immer so gehen lassen muss. Ja, die geht jetzt schweimen und passt es wieder. Könnt ihr mir jetzt vielleicht mal verraten, was Sie hier wollen? Wissen Sie, wie wichtig medizinische Forschung ist? Was? Gerade für Sie und Ihre Zukunft. Er will wissen, ob es gestern vielleicht ein bisschen lauter war. Leon stürmt nach draußen. Maria, was? In einem Naturpool dümpelt eine Blonde bäuchlings unter Wasser. Die Ermittler und Tom kommen zu Leon und der Dunkelblonden. Hubert wirft einen Stein in den Pool. Wahrscheinlich besoffen im Pool reingeflogen. Wenn sie ertrunken wäre, wäre sie oben geschwommen. Ich vermute, die Kopfverletzung hier war tödlich. Fuchs kniet neben der Leiche. Uhrzeit? Zwischen 1 und 2 Uhr nachts. Girwitz nimmt die Sonnenbrille ab. Ist das Blut da an den Steinen? Ja. Na ja, da war es besoffen, ist da an dem Pool umeinander getorkelt, gestolpert auf den Stein. Und war schon tot, bevor es reingeflogen ist, oder? Könnte sein, aber das hier, das irritiert mich. Wieso, wie die heutzutage rumlaufen mit den Rissen in der Hose und Löcher? Naja, aber sie sieht nicht so aus, als würde sie mit einer Bluse rumlaufen, an der 2 Knöpfe fehlen. Hm. Sie reicht Girwitz ein Smartphone und einen Geldbeutel. Lisa Winkler. 23 Jahre alt. 23, Gott. Im Polizeirevier steht Riedel vor Kaiser. Ich habe mich gestern 5 Stunden lang durch uralten, unwichtigen Papierkram gequält, um ein wichtiges Dokument zu finden. Riedel, das ist ein No-Go. Das ist ja auch datenschutzrechtlich ein Problem. Wenn nichts weiter anfällt, liegen die Speicherfristen durchschnittlicher Delikte bei Erwachsenen bei 10 und bei Jugendlichen bei 5 Jahren. Ja, das klingt vernünftig. Finde ich auch. Und deshalb werden Sie jetzt alle durchschnittlichen Delikte, die älter sind, aussortieren und vernichten. Jawohl. Aber was genau ist denn jetzt durchschnittlich? Kaiser stellt sich zu Riedel an einen Wagen voller Aktenordner. Was ist denn durchschnittlich, Herr Riedel? Schau mal nach. Was haben wir denn hier? Sie öffnet einen. Da haben wir ein Gartentor. Das ist durchschnittlich. Eine Zerbrochene, das ist durchschnittlich. Was haben wir denn hier? Anpöbelung eines Hundes. Das ist auch durchschnittlich. Ein Foto von Yazid. Hier, Trunkenheitsfahrt auf dem Fahrrad, 1,6 Promille, 1998. Das ist ja nicht mal durchschnittlich. Ja, ist ja auch ganz schön lang her. Was halten Sie davon, wenn das unser Stapel mit allen Fällen von maximal durchschnittlicher Relevanz wird? Ja, finde ich gut. Rebecca lugt herein. Hubert und Herr Girwitz haben angerufen. Es gibt eine Tote. 23 Jahre alt, vermutlich ein Unfall. Maria sitzt zwischen Tom und Leon. Wir haben nur ein bisschen gefeiert, weil Leons Eltern im Urlaub sind. Gefeiert? Unter der Woche. Muss denn keiner von Ihnen arbeiten? Nein. Schön. Und keiner hat bemerkt, dass die auf einmal weg war.
Sie ist um eins gegangen. Sie wollte heim. Ja, aber fährt doch kein Bus mehr. Ja, ich dachte, sie nimmt sich ein Taxi. Die hat doch gar kein Geld mehr gehabt. Mein Gott, ich weiß es nicht. Ich bin doch nicht ihr Babysitter. Tom blickt zur Seite und verschränkt die Arme. Warum ist denn den Kratzer her? Auf Leons Wange. Welcher Kratz? Aus einem... Ja, keine Ahnung. Möchte sonst noch jemand was sagen? Also, ich hab da schon geschlafen. Was mit Ihnen? Zu Tom. Alter, pennst du? Ja, der Leon hat recht, die Lisa ist um eins gegangen. Mit elektrischer Zahnbürste im Mund öffnet Seidel die Tür. Oh, Moment. Polly, mach die Musik aus! Entschuldigung. Ich hoffe, Sie waren nicht zu streng mit den jungen Leuten. Ach, das mit der Musik ist jetzt gerade mal ein bisschen nebensächlich. Dürfen wir uns vielleicht mal umschauen? Ja, bitte, gern. Erneut steckt Seidel sich die Zahnbürste in den Mund. Unter dem Bademantel trägt er Unterhemd und Hose. Die Polizisten gehen an Seidel vorbei ins Haus. In einer offenen Küche mit Tresen und Esstisch. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass gestern Nacht wer in den Pool eingesprungen ist? Gesprungen? Da war eine Party gestern. Ach so, dann haben Sie wahrscheinlich auch nicht gesehen, dass da eine tote Frau drin schwimmt. Nein. Er winkt Fuchs neben dem Pool. Woher kennen Sie die Frau Dr. Fuchs? Das ist eine Kollegin aus dem Krankenhaus. Ich würde gerne mal Ihre Freundin sprechen. Freundin? Ich bin Single. Und wer ist da diese Polly? Stirnrunzelnd sieht Seidel von Girwitz zu Hubert. Polly, Jalousien bitte schließen. Jalousien zu. Sie schließen sich. Und mach bitte das Licht an. Licht an. Der Raum wird hell. Polly, spiel bitte klassische Musik und ich hätte gerne zwei Tassen Kaffee für unsere Gäste. Zwei Kaffee? Das ist ja der Wahnsinn. Kaffee rinnt in zwei Tassen. Und das ist Polly? Ja, sie steuert mein Smart Home. Polly, leiser. Musik, leiser. Ist ja wie in einem Science-Fiction-Film, oder? Ja, eigentlich gibt's diese Technik schon seit ein paar Jahren. Darf ich auch mal? Ja, bitte gern. Girwitz geht zu dem Smart-Speaker. Wie spät ist es, Polly? Sie müssen zuerst Ihren Namen nennen, damit aktiviert man sie. Ah. Girwitz, wie spät ist es? Pollys Namen. Ach, natürlich, ja. Polly, wie spät ist es? Es ist 10:08 Uhr. Hubert kommt zu einer Treppe. Polly, mach die Jalousien auf. Jalousien auf. Oben sieht er sich um. Wie viel ist drei? Polly, Polly, wie viel ist 3 mal 3? 3 mal 3 ist 9. Wunderbar. Hubert betritt ein Arbeitszimmer. Wie wird das Wetter morgen? Und setzt sich. Die Temperaturen werden morgen um die 20 Grad liegen. Ein schöner Tag zum Fahrradfahren. Hören Sie das, Hubert? Da können Sie Ihre Schallplatten wegschmeißen. Der erhebt sich wieder. Draußen lehnt Tom am Streifenwagen. Der Kaffee war übrigens ausgezeichnet. Hubert sieht zu Tom. Wir hätten ihn probieren sollen. Ich will auch so eine Polly. Kaufe Sie eine liebe Kaffeemaschine. Hallo? Hallo. Könnte ich noch mal kurz mit Ihnen reden? Ja, natürlich, schießen Sie los. Okay, Kurz blickt er sich um. Die Lisa ist gegangen, weil sie sich mit dem Leon gestritten hat. Aha. Worum ging's da? Naja, der Leon macht sich halt an jede ran, die ihm gefällt. Aber er ist mit der Maria zusammen? Ja, genau. Die hat aber schon gepennt, deswegen wollte ich das jetzt nicht vorher vor allen sagen. Das Ding ist, Leon ist Lisa gefolgt und kam dann nach 5 Minuten mit dem Kratzer im Gesicht zurück. Die Ermittler sehen sich an. Im Konferenzraum sortiert Riedel die Akten. Richtig. Richtig. Mit verschränkten Armen kommt Kaiser. Das wird eine enorme Arbeitserleichterung, Sie werden sehen. Sie nimmt eine Akte mit einem Foto von Yazid. Hatten wir den nicht schon mal? Glaub nicht. Rebecca? Frau Kaiser, es war wohl doch mehr als nur ein Unfall. Ein Freund des Opfers belastet einen Kumpel schwer. Ach, sowas habe ich schon befürchtet. Passen Sie auf, Rebecca, Sie haben doch einen guten Draht zu Leuten in Ihrem Alter. Sie sollten die Kollegen vor Ort unterstützen. Ich könnte doch die Rebecca unterstützen. Herr Riedel, Sie sind hier gerade so gut in Fahrt. Ich möchte Sie da ungern rausreißen. Und das ist auch wichtig. Sie legt die Akte auf einen Stapel und geht. Riedel schaut frustriert. Ein Blick von oben auf die Loisach mit den Alpen im Hintergrund. Auf ihrem Motorroller fährt Rebecca an einem Rettungswagen mit offenen Hecktüren vorbei zu einem Carport. Im Wohnzimmer jagt Girwitz hinter Leon her. Maria und Tom sitzen am Tisch. Herr Schwarz, bleibt halt einfach stehen. Nö, ich will erst wissen, warum ich mitkommen soll. Das wollen wir Ihnen doch auf dem Revier erklären. Aber also, Sie dürfen ihn überhaupt nicht einfach so mitnehmen. Ich habe keine Geheimnisse. Wir können also gerne hier und jetzt sprechen. Hi. Leon dreht sich zu Rebecca. Hey. Angetan mustert er sie. Girwitz legt ihm Handschellen an.
Was machst du da? Frau Kaiser dachte, ich könnte Sie vielleicht unterstützen. Nee, wir sind durch. Ja. Okay, können Sie ihr dann Fotos und Protokoll zukommen lassen? Fotos? Moment. Frau Jungblut, Sie können es vielleicht doch helfen. Und zwar könnten Sie von allen hier die Personalien aufnehmen, nicht? Also E-Mail, Telefonnummer, alles im privaten Daten. Haben Sie nichts Besseres zu tun? Sie haben Ihnen doch schon alles gegeben. Das ist sehr wichtig. Ich verlasse mich auf Sie. Ja, Hubert. Ja. Girrwitz zieht Leon hinter sich her in den Garten. Hubert folgt ihm. Zwei Rettungssanitäter stellen die Trage mit der Toten höher. Die Herrschaften, Moment. Wir sollten mindestens den Dienstweg einhalten. Ist nicht alles so einfach, wie es aussieht. Er und die Sanitäter schauen hoch. Hubert kippt die Trage. Waren Sie das? Was? Die war ganz schlecht gesichert. Ja, aber die schwimmt. Das kann man ja ändern. Hubert drückt die Leiche unter Wasser. Ja, so ist gut. Das ist krank. Ja. Was machen Sie denn da? Ja, was machen wir? Wir sichern Spuren. Noch ein bisschen tiefer. So, ja. Alles erledigt. Was ist denn hier los? Wir unterstützen die Kollegen. Er zieht einen Laubkescher aus dem Pool. Mit Leon kommt Girrwitz aus dem Holzhaus. Ich nicht mit Ihrer jungen Kollegin ins Revier fahren? Die beide sind mir echt zu nah am Verfallsdatum. Wir haben schon Leute hinter Gitter gebracht, die jünger waren als Sie und älter ausgesehen haben als wir, als Sie wieder entlassen wurden. Hey, der war gut. Ja, mit meinem Sporn auf der Straße verdient. Ich weiß, wir mit solchen Leuten redet. Einsteigen. Leon tut es. Au, doch nicht so schnell. Halt, das ist Metall, verdammt. Girrwitz kramt erst in der Hosen, dann in der Jackentasche. Na, was ist, finden Sie den Schlüssel nicht? Das ist... Mein Opa verlegt auch immer alles. Entrüstet zieht Girrwitz ihn an. Die Sanitäter schieben die Trage ins Haus. Sag mal, müssen Sie jetzt mitten durchs Wohnzimmer? Sie machen doch alles dreckig. Mit Schuhen in der Hand nähert sich Rebecca. Tut mir leid, was ihr hier durchmachen müsst. Ja, wirklich? Eine Freundin von uns ist tot. Und Sie haben nichts Besseres zu tun, als meinen Freund mitzunehmen. Kurz tauschen Tom und Rebecca einen Blick. Die Polizistin geht. Maria verschränkt die Arme und stellt sich an die offene Terrassentür. Im Verhörraum. Wie oft denn noch? Lisa hat sich um eins verabschiedet und ist raus. Tom und ich haben dann noch ein bisschen gezockt. Jetzt hättest du keinen Schmarrn, das hat sie mir gesehen vor dem Haus mit der Lisa. Echt? Hubert tritt ihn. Und wer? Der Doktor von nebenan oder was? Das, was Sie uns jetzt erzählen, sollte mit dem übereinstimmen, was wir gehört haben. Ja gut, ich habe ein bisschen mit Lisa geflirtet, das ist alles. Das konnte ich ja vorhin schlecht sagen, meine Freundin, die tickt da immer aus. Ja, weiter. Ja, nichts weiter. Lisa fand das scheiße und ist abgehauen. Kann man verstehen. Wir hatten auch alle was getrunken, das war doch nur Spaß. Girrwitz nickt. Ich bin ihr dann jedenfalls hinterher. Ich wollte sie überreden, zurück ins Haus zu kommen. Dann habe ich sie an der Hand festgehalten und dann hat sie mir halt eine gescheuert hier. Deswegen haben Sie hier die Knöpfe aus der Bluse gerissen. Nein. Wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich jetzt tot. Das können Sie mir glauben. Herr Girrwitz, wollen Sie vielleicht auch mal was sagen? Ich sag nix. Ich habe sie auch noch versucht anzurufen, um mich bei ihr zu entschuldigen, aber da war das Handy aus. Durch das Rollo winkt Kaiser Hubert zu sich. Hause. Er geht. Girrwitz will ihm folgen. Die Handschellen stoppen ihn. Resigniert lässt er sich wieder neben Leon auf den Stuhl fallen. Hubert kommt ins Dienstzimmer. Und? Ja, er gibt zu, dass er mit ihr gestritten hat. Ja, ist das alles? Ist doch schon ziemlich viel. Der Anwalt von der Familie hat gerade angerufen. Herr Hubert, Sie hätten warten sollen, bis wir was gegen ihn in der Hand haben. Sollen wir ihn jetzt laufen lassen? Na, uns bleibt gar nichts anderes übrig. Wir müssen ihn laufen lassen. Oh, das ist im Moment schwierig. Warum? Uns fehlt da so ein kleiner... Detail. Kaiser nickt, dann stutzt sie irritiert. In seiner Werkstatt holt Yazid einen kleinen Schlüssel aus einer Zigarrenkiste. Girrwitz und Leon stehen vor ihm. Hubert mit Bolzenschneider. Wie ist mit dem da? Nein, also schaut ein bisschen in den Handschellen, Hupsi. So, bitte sehr. Girrwitz zieht seine Hand heraus. Wie ihr wisst, habe ich ja mal eine Schlosserlehre gemacht. Bitte nicht die Schlossergeschichte. Seitdem habe ich einen sehr guten Blick für Schlösser. Ich bin schon gefühlt wie in diesem Film, genau mit Sidney Poitier und Tony Curtis. Hubert nimmt die Kiste. Und wie komme ich jetzt heim? Im Bus. Ernsthaft. Leon geht. Hubert grinst. Girrwitz entdeckt einen Smart Speaker. Oh, was ist das denn? Das ist das letzte Exemplar seiner Art, das ist überall ausverkauft. Sag mal, wieso ist denn der Bindestrich zwischen Po und Li? Ja, weil das ein Spezialexemplar aus China ist, wobei ich zugeben muss, auch das Original ist schon aus China. Oh, das ist gar keine echte Polly, oder? Doch, hat den vollen Funktionsumfang, aber ja, sieht... Halber Preis. Deal. Von allen Seiten betrachtet Girrwitz den Karton. Münsing in der Sonne, dahinter der Starnberger See. Im Dienstzimmer sitzt Girrwitz am Tisch. Er hält die zylinderförmige, bunt leuchtende Polly.
Er stellt den Smart Speaker vor sich. Hallo, Polly. Verstehst du mich, Polly? Girwitz dreht sich zum Bildschirm. Nicht Arabisch. Er klickt auf Deutsch. Hubert kommt mit einer Tüte Reis, darin ein Handy. Wie geht es dir, Polly? Danke, mir geht es ausgezeichnet. Ich könnte Bäume aufreißen, wenn ich Arme hätte. Wo hat sie aus? Das ist nicht fantastisch? Liebe Stasi, sie hört alles, was wir sagen. Ach, jetzt sehen Sie mal Gespenster. Das ist nur ein Argument von Leuten, die sich Polly nicht leisten können, oder? Ich bin mir leider nicht sicher. So, geht schon los. Jetzt warten wir es mal ab. Ich meine, Polly muss ja erst mal rausfinden, wie sie uns helfen kann, nicht? Hm? Wenn du weitere Hilfe benötigst, gehe in den Hilfebereich der Polly-App. So, du hältst jetzt mal das Maul. Das ist aber nicht sehr nett von dir. Hubert klopft das Handy auf den Tisch. Jetzt geht's. Der Akku war locker, deswegen konntest du nicht telefonieren. Riedel kommt. Cool, was ist das? Das ist die neue Kollegin vom Herrn Girwitz. Grüß Gott. Haben Sie das der Frau Kaiser schon gesagt? Entschuldige, würden Sie bei ihr das neue Radio anmelden oder was? Ja, selbstverständlich. Echt? Ja. Girwitz überlegt. Meeting. Hubert legt das Handy ab. Girwitz drückt einen Knopf an Polly. Im Konferenzraum hängen Fotos von der Leiche. Wenn Lisa Winkler tatsächlich nicht ertrunken ist, sondern an ihren Kopfverletzungen gestorben ist, dann frage ich mich, wieso schwimmt die an der Oberfläche? Und wenn sie ertrunken ist, wieso schwimmt sie da nicht in der Bauchlage wie üblich, sondern auf dem Rücken? Ja, das sind viele Fragen. Die Position der Toten, das will ich nicht überbewerten, oder, Herr Girwitz? Die allgemeine Hektik vor Ort und dann noch, ja, dieser Schwarz wollte nicht aussagen. Ja, und diese durchgeknallten Sanitäter. Der Pool hat auch ein Eigenleben. Und dann wäre da noch die Sache mit den Knöpfen. Knöpfe? Skeptisch schaut Kaiser ihr Team an. In der Rechtsmedizin. Die Kopfwunde war tödlich. Sie ist auf jeden Fall erst nach ihrem Tod im Wasser gelandet. So viel steht fest. Also es bleibt dabei. Sie ist am Rand vom Pool gestürzt, mit dem Kopf auf den Stein geschlagen und dann ins Wasser gefallen. Ne? Naja, aber das Problem ist die Wunde an der Schläfe. Die passt überhaupt nicht zum Naturpool. Ich hätte daran alles erwartet. Schmutzpartikel, kleine Steinchen, Moos, Algen. Aber nicht das hier. Fuchs nimmt ein Tütchen. Es geht um den Holzsplitter darin. Na, vielleicht ist mit dem Kopf gegen den Baum. Der ist lackiert. Maibaum? Fuchs starrt ihn an. Und das Blut am Rand vom Pool? Ja, theoretisch könnte jemand die Leiche dort abgelegt und dann erst ins Wasser geworfen haben. Sie hatte zum Todeszeitpunkt 1,3 Promille. Ui. Im Magen befanden sich neben Alkohol auch Kaffee- und Pizzareste sowie Rückstände von Pentafol. Das ist ein Medikament gegen Kopfschmerzen und Übelkeit. Hey, ihm bleibt doch nichts verborgen, was? Manchmal ist es ganz einfach. Sie greift nach einer Packung. Habe ich in ihrer Jacke gefunden. Hey, hey, der war bestens equipped. Klinikpackung? Sind speziell für Krankenhäuser, aber unterscheiden sich im Inhalt nicht von den normalen Packungen. Ja, vielleicht war es vor kurzem im Krankenhaus. Im Dienstzimmer hält Girwitz Polly hoch. Verbinde mich mit dem Internet, dass ich dir helfen kann. Wo ist denn jetzt das WLAN? Bitte? Hubert am Telefon. Mit. Verbinde mich mit dem Internet, okay, dass ich dir vielen helfen Dank kann. Also, im Krankenhaus war es nicht und von den Eltern hast du die Tabletten auch nicht. Dass ich dir helfen kann. Girwitz geht mit dem Speaker im Dienstzimmer herum. Herr Schwarz, hallo. Ich grüße dich. Hubert, Polizeiverzeihung. Eine Frage. Hat die Lisa oder haben Sie der Lisa in der Nacht vielleicht da Kopfschmerztabletten gegeben? Pentafol heißt die. Soll ich im Internet bitte? Nach Pentafol recherchieren? Ruhe jetzt einmal! Nein, nicht Leise, Sie. Das ist eine ganz renitente Kollegin. Und wie ist es, hat die eventuell bei Ihnen an Kaffee getrunken? Kaffee ist ein schwarzes, psychotropes Heilgetränk. Ich verstehe gerade sehr schlecht. Ich ruf später noch mal an. Hubert fährt sich durchs Gesicht. Wo hat sie den Kaffee getrunken? Und wo ist das Pentafol? Du kannst dir Pentafol von deinem Hubert zieht die Waffe. Einlassen. Jetzt übertreiben Sie. Nicht? Aus, Polly, aus. Hubert legt die Pistole auf den Tisch. Wer kommt denn solche Tabletten? Patienten, Ärzte, die im Krankenhaus arbeiten. Ärzte in deiner Nähe, Dr. Seidel, Facharzt für Gelenkchirurgie und Orthopädie, Dr. Seidel, vielleicht ist es zum Seidel rüber. Und Hausarzt.
Dr. Okay. Kellermann. Also, es ist mitten in der Nacht. Sie steht auf der Straße, der Akku vom Handy ist leer. Zu ihren Freunden kann sie nicht zurück. Da sieht sie, dass beim Seidel das Licht brennt. Wie kommt sie jetzt in den Pool? Weiß nicht, wahrscheinlich hat er die Nerven verloren wegen der lauten Musik und dann hat er ihr... Na, das ist ein Schmarrn. So kriegen wir nie einen Durchsuchungsbeschluss. Kriegen wir nicht. Nie. Fuchs am Telefon. Soll's ein Witz sein? Dr. Seidel ist ein Kollege von mir. Dem werfe ich mich doch nicht an den Hals, nur weil Sie keine Lust haben, sich einen Durchsuchungsbeschluss zu besorgen. Frau Fuchs, Sie sollen sich nur ein bisschen bei ihm umschauen. Ach, auch noch bei ihm zu Hause? Sie haben doch das mit dem lackierten Holz rausgefunden. Jetzt stellen Sie einmal vor, der Herr Doktor ist unschuldig. Ich meine, das ist doch eine super Partie. Also selbst wenn ich das tun würde, ginge das nicht von heute auf morgen. Machen Sie Ihnen keine Sorgen. Wir geben Ihnen Starthilfe. Sie legt auf. Girwitz und Hubert durchqueren eine Tiefgarage. Schwarzes Auto. Entschuldigung, da stehen ja nur schwarze Autos. Das da könnte sein. Genau, ja. Fuchs in einem Auto. Probieren wir's. Sie gehen zu einem schwarzen Porsche. Fuchs reißt die Augen auf. Nein, nein. Die Ermittler stehen am Kofferraum. Panisch winkt Fuchs ab. Girwitz. Nein, Herr Girwitz. Vorgeht nix. Wir müssen es beeilen, die Frau Dr. winkt schon. Hubert klappt ein Schweizer Messer auf und kniet sich neben den rechten Hinterreifen. Wir haben gesagt, nichts kaputt machen. Seidel kommt. Die Ermittler ducken sich, Fuchs geht in Deckung. An einem schwarzen Porsche leuchten die Scheinwerfer auf. Was ist das falsche Auto abgestochen? Seidel steigt in seinen Porsche. An der Wand entlang schleichen die Ermittler hintereinander vom falschen Sportwagen zum richtigen und ducken sich dahinter. Der Arzt steckt den Zündschlüssel ins Schloss. In ihrem Auto richtet sich Fuchs wieder auf. Scheiße! Seidel schlägt aufs Lenkrad und steigt aus. Gibt's Probleme, Herr Dr. Seidel? Ja, der Wagen springt nicht mehr an. Soll ich Sie mitnehmen? Macht Ihnen das keine Umstände? Ach was, steigen Sie ein? Sie lächelt. Okay. Seidel steckt sein Handy ein. Das ist super. Nach dem Tag noch auf den Pannendienst warten, halte ich nicht aus. Er steigt zu Fuchs ins Auto. Sehr nett. Gerne. Der VW fährt davon. Barfüßig sitzt Girwitz hinter Seidels Porsche. Er zieht einen Socken aus dem Auspuff und riecht daran. Tragen Sie eigentlich keine Socken? Doch, doch. In Kaisers Büro. Außerdem hat heute schon die zweite Zeitung angerufen. Halten Sie die bitte noch hin. Es darf nichts an die Presse gelangen. Es ist unsere Pflicht, diese jungen Menschen zu schützen. Draußen geht Riedel vorbei. Er öffnet eine grüne Tonne. Herr Riedel! Ja? Sie werfen diese sensiblen Dokumente doch nicht einfach zum Altpapier. Nee. Ich wollte die alle schreddern, aber hinterm Haus, weil der Schredderer so laut ist. Okay. Freundlich lächelnd nickt er. Kaiser schließt das Fenster. Durchschnittliche Relevanz, aber sensibel. Das versteht doch kein Mensch. Er steckt die Unterlagen in die Tonne und schiebt sie ein Stück. Sein Blick fällt auf einen Grill mit Deckel. Der VW kommt einen Schotterweg entlang. Hinter ihm hält der Streifenwagen am Wegrand. Vor dem zweigeschossigen Gebäude stoppt der VW. Sagen Sie, kann es sein, dass uns die ganze Zeit die Polizei gefolgt ist? Bitte? Bin ich so schlecht gefahren? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ja, danke fürs Fahren. Ja, ich komme gerne noch auf einen Kaffee mit rein. Erstaunt sieht Seidel sie an. Okay, ja, gern, also nicht. Er steigt aus. Fuchs verzieht das Gesicht zu einer Grimasse. Im Haus bewegt sich ein Saugroboter über den Küchenboden. Bitte, fühlen Sie sich wie zu Hause. Polly, Staubsauger abstellen und mach uns bitte zwei Tassen Kaffee. Zwei Kaffee kommen sofort. Sie haben auch so ein Teil. Eine Freundin von mir schwärmt so davon. Ich wusste aber nicht, dass sie auch Kaffee machen kann. Na, sie kann so fast ziemlich alles, wenn man sie lässt. Milch oder Zucker? Nur Milch, bitte. Fuchs sieht sich um. Das meiste kann ich steuern, ohne die Couch zu verlassen. Das ist natürlich sehr angenehm nach einem harten Arbeitstag. Wann haben Sie denn das geschrieben? Ein Buch. Oh, wenn man alleine lebt, geht das. Ich schreibe schon am nächsten. Die Kaffee sind fertig.
klingt gar nicht so, als würden sie alleine leben. Beiläufig fährt sie mit der Hand am Esstisch entlang. Seidel beobachtet sie. Mit den Tassen nähert er sich. Schöner Tisch. Ja, nicht wahr? Danke. Bitte, nehmen Sie Platz. Im Streifenwagen. Sie müssen mehr Abstand halten, wir wären fast aufgeflogen. Also observieren im Streifenwagen ist halt generell ein Problem. Es kommt nicht drauf an, was man fährt, sondern wie man fährt. Maria und Leon kommen. Werde ich jetzt verfolgt? Wie haben Sie uns jetzt entdeckt? Soll das ein Witz sein? Sie sitzen in einem Streifenwagen. Mhm. Komm. Sie zieht ihn mit sich. Ob sie es weiß? Wissen Sie, dass Ihr Freund die Lisa angebaggert hat? Das glaubst du doch jetzt nicht. Gib mir dein Handy. Was? Wieso? Ich kontrolliere doch auch nicht, mit wem du deine blöden Nachrichten schreibst. Kannst du aber. Bitte schön. Ich habe. Sag mal, spinnst du? Gib mir das wieder her. Du führst ja auf eine Zwölfjährige. Sag mal, du hast sie angerufen in der Nacht. Ja, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Hast du dir um mich Sorgen gemacht? Ich lag kotzend oben. Na, du hast es ja überlebt. Mann, du Arschloch! Maria wirft das Handy auf die Windschutzscheibe. Schönes Paar. Darauf ein Foto von ihr und Leon. Jetzt warte doch! Bei Seidel. Da sagen Sie was. Ich habe letzte Woche teils 18 Stunden am Stück gearbeitet. Es fehlt einfach an Personal. Mit dem Buch komme ich so natürlich auch nie weiter. Dann noch das nebenan. Tja, was Alkohol alles anrichten kann. Dann war es also ein Unfall? Die Polizei geht davon aus. Seidel nickt. Ja, wenn Kinder erstmal in dem Alter sind, dass sie sich nichts mehr sagen lassen. Ich weiß nicht, was schiefgegangen ist. Entschuldigung, manchmal kann sie wirklich ein bisschen nerven. Polly, Polizei. Polly, spiel doch mal was Schönes. Leicht gezwungen lächelt Fuchs. Ja, Kinder. Ich hätte auch gern Familie. Aber ob ich das noch hinkriege? Ich finde einfach niemanden, der es mit mir aushält. Quatsch. Arzt, gut aussehend, dieses Haus. Davon träumen doch viele Frauen. Ist das so? Ja. Fuchs nickt und steht auf. Es ist schon spät. Ich habe noch einiges zu tun zu Hause. Ja, natürlich. Klar, kein Problem. Vielleicht wiederholen wir das nochmal. Irgendwann. Ja. Sagen Sie, haben Sie irgendwas gegen Migräne? Ich kriege gerade ganz furchtbare Kopfschmerzen. Irritiert sieht Seidel sie an. Ja, bitte, von Jungblut. Funkzellenabfrage, Graubler Weg zwischen 1 und 2 Uhr morgens. Ja, danke. Der VW hält neben dem Streifenwagen. Und? Ich konnte mich gar nicht richtig umschauen. Der hat mich vielleicht eine halbe Minute allein gelassen wegen seiner bescheuerten Polly. Also ist er vorsichtig? Boah, er war eigentlich ganz freundlich. Ich fürchte nur, er macht sich jetzt Hoffnung. Ja, kann man verstehen. Ja, wer nicht, ja? Er grinst sie an. Gut, und sonst? Ja, ich's vergesse. Fuchs reicht Girwitz einen Blister. Bitte sehr wohl. Girwitz nickt Fuchs zu. Sie fährt davon. Riedel wirft Unterlagen in den Grill. Er schüttet Spiritus darüber, zündet ein Streichholz an und wirft es darauf. Eine Stichflamme schießt hoch. Riedel weicht zurück. Papierfetzen fliegen durch die Luft. Im Dienstzimmer. Ich habe hier die Ergebnisse der Funkzellenabfrage. Riedel jagt einem Blatt nach. Wir haben hier einmal Leon Schwarz, der um 1.47 Uhr und 49 versucht hat, Lisa Winkler anzurufen. Da war ihr Handy aber schon aus. Das war nämlich zuletzt um 10:30 an einer Funkzelle angemeldet. Und dann haben wir noch das Handy von Tom Lorenz. Der war den halben Abend surfen, aber auch keine Anrufe. Alles okay bei euch? Ja. Okay. Dann gab es nämlich noch zwei weitere Anrufe, beide von einer Nummer, auch unbeantwortet. Wer war das? Ein Taxi fährt vors Polizeirevier. Girwitz und Hubert stehen unter dem Vordach. Hubert nimmt seine Sonnenbrille ab. Der Taxifahrer steigt aus. Haben Sie das Taxi bestellt? Sie haben vorgestern Nacht im Raum Münsingen telefoniert, und zwar gegen 1.40 Uhr, ist das richtig? Ja, das war kurz vor Schichtende. Da bin ich in den Graublerweg bestellt worden. Waren Sie da bei einem Dr. Seidel oder bei einem Herrn Schwarz? Seidel, glaube ich, aber muss ich nachschauen. Ist aber egal, weil ist sowieso keiner rausgekommen. Wie meinen Sie das? Ja, der Kunde hat ein Taxi über die Taxi-App bestellt, ist aber dann nicht benutzt. Ich habe dann zweimal versucht, den anzurufen, dann bin ich weg. Pech gehabt. Wer die Musik bestellt, zahlt auch. Taxifahrer haben einfach keinen Respekt vor der Polizei. Na, die Schweine, die wissen nicht, wo die Blitzer stehen. Ne? Alles abgebrochene Jurastudenten. Von nichts eine Ahnung, aber verdienen mehr als unser einer. Also ich bestelle mal ein Taxi nachts und fahre mit der Mittwoch rum.
Keine Ahnung. Wer hätte das selber fahren können, der Dr. Seidel, oder? Ja, vielleicht war er angesoffen oder das Taxi war gar nicht für ihn. Ja, da fragen wir ihn jetzt. Damit er weiß, dass wir ihn verdächtigen? Leute, die nervös werden, machen Fehler. Im Dienstzimmer hält er sein Handy ans Ohr. Ah, Herr Dr. Seidel-Hubert hier, Polizei Wolfratshausen. Eine Frage. Warum haben Sie in der Nacht ein Taxi bestellt? Ah ja. Okay. Danke. Also, er hat kein Taxi bestellt. Das war wahrscheinlich wer, der ihn ärgern wollte, ne? Wer von Ihnen hat denn ein Taxi bestellt? Abwehrend hebt Hubert die Hände. Der Taxifahrer wartet vor dem Revier. Die Ermittler kommen zu ihm. So, jetzt aber. Wo soll's denn hingehen? Barcelona. Nice, war ein Witz. Wir haben kein Taxi bestellt. Wie bitte? Das ist aber seltsam. Also die Adresse jedenfalls stimmt. Gerade vor ein paar Minuten reingegangen. Supercop 1951. Na, da macht halt einer auf Inkognito. Sind Sie das? Nein, ich bin das nicht. Und ich erst recht nicht. Also das ist die Nummer, die der Supercop bei mir hinterlegt hat. Er zeigt sein Smartphone. Girwitz fischt sein Handy heraus. Er drückt dem Taxifahrer einen Schein in die Hand. Brause Quittung. Im Dienstzimmer. Das ist unerhört, wie die mit dem Datenschutz umgehen. Wozu habe ich mir einen Nutzernamen zugelegt? Das Taxiunternehmen, das merken wir uns. Ja. Wann haben Sie denn das Taxi bestellt? Hubert, ich habe kein Taxi bestellt. Ja, wer dann? Er zeigt auf Polly. Die vielleicht? Das machen Sie nicht ernst, nicht? Komm, kommen Sie, ich zeige Ihnen mal was. Kommen Sie, kommen Sie. Hubert steht auf. Polly protokolliert jeden Eintrag. Ne? Sonst könnte jeder kommen und sagen, ich hätte was Gottes bestellt. Und das hier, ne, das ist der Verlauf. Da steht's doch, Taxi bestellt vor 15 Minuten. Er zeigt auf die Liste. Das ist richtig. Das hören wir uns mal an. Ich bestelle mir ein Taxi nachts und fahre nicht damit. Warum? Das waren Sie, Hubert. Ja, das war ich, aber Sie haben das Teil aktiviert. Polly, was soll das? Das war keine Taxibestellung. Bist du dir sicher, dass du noch ein Taxi bestellen möchtest? Nein, was soll es mich sowas kostet? Wenn du mir sagst, wo die Reise hingehen soll, kann ich die Fahrtkosten berechnen. Nein, kein Taxi, nein! Sie schulden mir 20 Euro. Schreiben Sie es auf. Das ist aber der Seidel, der hat doch auch so ein Gerät. Da brauchen wir bloß den Verlauf kontrollieren. Das versuche ich gleich morgen früh beim Hersteller. Und Sie finden Fleck auf seiner weißen Weste. Ja, oder wenn der die Haustür bei ihm aufmacht. Mahnend hebt Girwitz die Hand. Der Starnberger See in der Abenddämmerung. Die St. Andreaskirche in Wolfratshausen bei Tag. Im Dienstzimmer liegt der Hörer neben Girwitz Telefon. Bei Polly steht Datenschutz an erster Stelle. Aber es handelt sich möglicherweise um Mord. Unser Unternehmen gibt keine nutzerbezogenen Daten heraus. Was die Polly erzählen, bleibt... Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Pollys Geheimnis. Ich würde mich über ein kurzes Feedback zu unserem Gespräch sehr freuen. Sind Sie überhaupt ein Mensch? Hallo? Hallo? Und? Können Sie vergessen. Und bei Ihnen? Ja, also... Der Doktor ist sauber, der hat einmal als Kind einen Joint geraucht, sonst gar nichts. Ja, das reicht nicht für eine Durchsuchung. Ist doch wurscht. Gehen wir einfach so rein. Wo gehen wir einfach so rein? Guten Morgen, Frau Kaiser. Guten Morgen, Frau Kaiser. Sie wirft eine Zeitung auf den Tresen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Vandalismus in der Tiefgarage vom Krankenhaus. Ich meine das hier. Das Martum-Lautsprecher überführt Mörder. Neue Erkenntnisse im Mordfall Lisa W. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist schön, dass ich das durch die Presse erfahre, mit der ich bislang aus gutem Grund nicht über den Fall gesprochen habe. Ich sehe auch schon die Überschrift morgen, undichte Stelle bei der Wolfratshauser Polizei. Ich kann mir vorstellen, wo die undichte Stelle ist. So? Wer ist denn der Maulwurf? Maulwürfe sind eine Säugetierfamilie aus der Ordnung der Insektenfresser. Viele, aber nicht alle Maulwürfe führen eine unterirdisch grabende Lebensweise. Sie blicken auf Polly. Das ist nicht Ihr Ernst. Sie haben sich einen von diesen Datenfressern ins Büro gestellt? Polly ist kein Spitzel. Sie hat uns überhaupt auf die Idee gebracht, wie wir den Täter überführen können. Ja, schön, dass der Täter diese Info jetzt auch hat. Ich zerspringe vor Glück. Was ist denn das? Das ist eine Akte. Mit der Akte rauscht Kaiser hinaus. War die jetzt sauer? Na. Im Konferenzraum. Schauen Sie mal, was ich hier habe. Wo würden Sie das einordnen? Archivieren oder entsorgen?
Entsorgen? Ja, genau. Da würde ich es auch einordnen. Darum frage ich mich, warum existiert das noch? Sie war noch mit dem Entsorgen längst fertig. Ja, eigentlich schon. Kaiser hebt die Augenbrauen. Sie wirft die Zeitung auf den Rollwagen, greift nach einem Aktenordner und blättert darin. Verstohlen späht Riedel auf die Unterlagen. Sagen Sie, kann das sein, dass Sie die Stapel vertauscht haben? Ich meine, dass Sie nicht alle unwichtigen, sondern alle wichtigen Dokumente vernichtet haben. Oh. Ja, kann ich das irgendwie wieder gut machen? Kaiser senkt den Blick und schlägt den Ordner zu. Sie gehen in das Büro von Ihren Kollegen, ja? Und auf dem Schreibtisch von Herrn Girwitz, da steht so ein... Lautsprecher. Ach, Sie wissen auch davon? Ja. In Yazids Werkstatt. Sehe ich das richtig? Nur weil ihr keinen Durchsuchungsbefehl habt, soll ich euch in ein Haus einschleusen, wo alles per Sprache gesteuert wird? Und es gibt nicht einmal ein richtiges Türschloss. Ja, das ist doch meine Aufgabe. Sie überraschen mich, Herr Girwitz. Also positiv. Und das Licht wird auch über Sprache gesteuert, oder wie? Ja, fantastisch, nicht? Nur die Birnen sind teuer. Eine smarte Glühbirne, perfekt. Sicherheitsschlüssel auslesen, manipulierte Firmware draufspielen und schon sind wir drin im lokalen Netz. Er trinkt aus einem Becher. Riedel kommt ins Dienstzimmer. Hallo? Er lauscht. Olli, bist du da? Ich bin immer für dich da. Ja, aber wo ist denn da? Was bringt da eigentlich für mich dabei raus? Hubert hält eine Gitarre. Ja, wir haben mal so einen IT-Menschen bei uns zu Hause, wegen dem Internet. Der hat 80 Euro die Stunde gekostet. Hubert? 80 Euro beim Arbeitstempo von Yazid, das könnte teuer werden. 80 Euro für so einen Spezialauftrag. Glaubst du, dass da jemand für das Geld den Nachbarn sein Smart Home knackt? Oder vielleicht sogar das Online-Banking? Ein Laptop. Hörst du mich? Hubert stutzt. Das war doch gerade der Riedel. Nein, das sind so Interferenzen, nennt man das. Machen Sie sofort den Laptop auf. Wieso? Sie haben eine Polyverwandt. Nein, das habe ich nicht. Entschuldigung, ich habe gerade den Riedel gehört, und zwar auf dem Revier. Ja, aber nicht nur wir. Was soll das denn heißen? Naja, im Gegensatz zur offiziellen Poly ist die Poly so eine Art Open-Source-Projekt. Entschuldigung, da sind aber ein Haufen Chinesen dabei. Ja. Und der Mitterbichler vom Wolfershauser Kurier? Ja, da sind ein Haufen Leute mit dabei. Man muss zugeben, vom Sicherheitstechnischen her ist es nicht optimal. Aber die Hardware kostet nur die Hälfte. Und das halte ich persönlich für ein sehr schönes Konzept. Aber nicht für die Polizei. Ich meine, wir haben sensible Daten an die Presse verloren. Ja, ich kann ja nicht ahnen, dass Sie die Polly offensichtlich als Mitarbeiterin einstellen wollen. Ich habe leider eine schlechte Nachricht für dich. Was ist jetzt? Akkubetrieb hat er abgesteckt. Aber der Spaß ist jetzt leider vorbei. Lass ihn sofort Polly frei! Ich muss mit ihm reden. Er zeigt auf den Laptop. Der Wolfratshauser Kurier liegt auf Holzdielen. Girwitz und Hubert stehen neben Seidels Haus. Wo ist das Problem? Wir holen uns einfach die Zeitung. Die Ermittler ducken sich hinter einer kleinen Mauer. Vor dem Gebäude hält ein Taxi. Seidel öffnet die Tür, nimmt die Zeitung, blickt kurz darauf und legt sie ins Haus. Die Polizisten spähen über die Mauer. Das war knapp. Seidel schließt die Haustür und eilt zum Taxi. Rückwärts rollt das Auto aus der Einfahrt. Hubert führt ein kleines Mikro zum Mund. Wer sieht? Wir sind dran. Mit Laptop sitzt der in einem Transporter. Ich bin ja schon längst drin. Er hält eine Shisha. Herr Girwitz, was ist? Mit Polly stimmt was nicht, das spüre ich. Hubert schwingt sich über die Mauer. Was ist das? Das Problem ist nur, ich weiß halt nicht, was los ist. Ja, man muss das ausprobieren. Gut, dann probieren wir es mal durch. Und? Ja, das sind die Jalousien. Gut, dann nächster Versuch. Jetzt? Hubert horcht. Jetzt hast du die Musik angeschaltet. Kurzer Moment. Yazid liest in einem Buch Hacken für Deppen. Und? Hubert stößt die Haustür auf. Jetzt sind wir drin. Gern geschehen. Er zieht an der Shisha. Im Haus. Polly, Musik aus! Polly, Herr Girwitz, ich komme ja schon. Hallo, was kann ich für dich tun? Im Arbeitszimmer. Der hat noch eine Polly. Er nimmt sie. Hubert setzt sich an den Schreibtisch, klappt einen Laptop auf und schnappt sich ein Post-it. Ist das 7844?
Und? Ja, was und? Geht nicht. Ja. Ins Mikro? Ihr seht, wir brauchen das Passwort für den Laptop. Ja, da muss ich leider passen. Schau doch mal auf der Unterseite vom Gerät, da steht es normalerweise. Da steht Made in China. Polly, öffne den Laptop. Das geht nicht ohne Passwort. Das Passwort für deinen Laptop lautet Medicus 666. So willst du, oder? So. Funktioniert? Ja, schimpfen Sie nie wieder bei Polly. So, und jetzt weg. Los. Unwillig steht Hubert auf. Ja, bitte? Fuchs mit Zeitung. Guten Morgen, Frau Dr. Fuchs. Guten Morgen, Herr Dr. Seidel. Entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte einfach nur noch mal Danke sagen wegen gestern. Aber das haben Sie doch schon, sogar mit Kaffee. Ja, deswegen bin ich auch ehrlich gesagt hier. Ich wollte fragen, ob ich vielleicht irgendwas falsch gemacht habe. Sie sind so plötzlich gegangen. Ich hoffe, ich war nicht aufdringlich. Nein. Ach was? Nein, nein. Das war nur wegen meiner Tochter. Das ist nicht ganz einfach. Schwieriges Alter. Die Migräne ist weg? Ja, ja, es geht mir viel besser. Vielen Dank. Gut. Ja, dann, wenn Sie Ihr Mittagessen nicht auch hier unten... Sein Blick fällt auf die Zeitung. ...zu sich nehmen, sehen wir uns vielleicht in der Kantine. Ja, wenn es mir zeitlich ausgeht. Ich komme ja meistens nicht mal richtig zum Frühstücken. Genau. Rasch eilt Seidel hinaus. Mit gerunzelter Stirn beißt Fuchs in ihr Croissant. In Seidels Arbeitszimmer. So, dann drücke ich einfach mal das Protokoll aus. Nein, das Protokoll ist wurscht. Wir brauchen die Aufnahme. Hubert zeigt auf den Bildschirm. Da, 1.29 Uhr. Da hat er das Taxi bestellt. Okay, abstellen. Stopp! Hubert holt sein Handy heraus und tippt auf den Laptop. Girwitz dreht sich zum Drucker. Ich möchte jetzt gehen. Jetzt haben Sie sich nicht so. Finger weg oder ich rufe die Polizei. Jetzt beruhigen Sie sich doch. Sie wollten mir doch ein Taxi bestellen. Machen Sie das jetzt oder nicht? Komm her, du Miststück. Oh, lassen Sie mich los. Das war sie. Sie hat das Taxi bestellt, ohne dass sie es gemerkt hat. Und ihr wollt ja eindeutig in die Wäsche. Ja. Das haben Sie gerade gefilmt? Ja, logisch habe ich es gefilmt. Sind Sie wahnsinnig? Frau Kaiser, hält uns auf. Ich meine, das können wir doch gar nicht verwerten. Hubert winkt ab und geht. Girwitz holt das Blatt aus dem Drucker, dabei reißt er ein Kabel aus dem Router. Die Ermittler kommen die Treppe herunter. Polly, mach die dir auf. Hubert greift zur Klinkel. Kannst du, was ist denn los mit der blöden Kuh? Polly, mach auf. Vielleicht weiß sie, dass wir Einbrecher sind. Ja, sie macht die Scheiße aus der Frage. Ja, ich komm nicht mehr rein. Ja, und mir kommen nicht mehr raus. Das ganze Haus ist offline. Hey, alle Fenster sind verriegelt. Wir sind geliefert. Hubert läuft die Treppe wieder hinauf. Hey, wir wollen doch zusammenbleiben. Girwitz schaut sich um. Dann eilt er in die Küche und beugt sich zum Smartspeaker. Mensch, Polly, sag was, los! Ein Taxi nähert sich dem Haus. Drinnen. Girwitz läuft zur Treppe. Sie geht wieder. Ja, ich hab das Kabel reingesteckt, das sie rausgerissen hat. Wie ich. Hubert schiebt ihn in die Küche. Der Doktor hat die Zeitung gelesen. Seidel betritt das Haus. Hallo? Ist hier jemand? Beunruhigt schließt er die Tür. Polly, Tür verschließen und Codeabfrage aktivieren. Jalousien runter und Licht an. Licht an. Jalousie hinzu. Codeabfrage aktiviert. Der sperrt uns ein. Ja, dann hauen wir ab, solange er oben ist. Was machen Sie da? Markiertes Holz, den nehmen wir mit. Nee, lass mal schön stehen. Wenn wir es hier rausschauen, haben wir genug für die Durchsuchung. Hubert stellt den Couchtisch wieder hin. Polly, mach die Tür auf. Bestätige bitte den Sicherheitscode. Polly, leise. Hallo? Ist da jemand? Polly, Licht aus. Licht aus. Ah, verdammt. Polly, Licht an. Licht an. Polly, Licht aus. Licht aus. Polly, Licht an. Licht an. Das Post-it. Polly, mach die Tür auf. Bestätige bitte den Sicherheitscode. 7844. Hubert öffnet die Tür. Polly, mach's Licht aus. Licht aus. So, und aktiviere die Codeabfrage. Codeabfrage. Hallo? Von außen zieht Girwitz die Tür zu, in Kaisers Büro. Herr Girwitz, jetzt müssen Sie ganz, ganz stark sein. Er stellt Polly vor ihn. Sie ist angekokelt. Na, dann lassen Sie mal hören. Kaiser setzt sich. Hubert legt sein Smartphone auf den Tisch. Ich möchte jetzt gehen. Jetzt haben Sie sich nicht so. Finger weg oder ich rufe die Polizei. Jetzt beruhigen Sie sich doch.
Sie wollten mir doch ein Taxi bestellen. Machen Sie das jetzt oder nicht? Komm her, du Miststück! Oh, lassen Sie mich los! Dieser Mistkerl nutzt das aus, dass eine junge, angetrunkene Frau bei ihm klingelt, weil sie Hilfe braucht. Wie sind Sie denn dort dran gekommen? Da war dem Hersteller die Ergreifung des Mörders wohl wichtiger als die Privatsphäre des Kunden. Ach, tatsächlich? Das überrascht mich aber. Ja, uns auch. Hubert hält sein Handy. Naja, solange Sie nicht selbst irgendwo eingestiegen sind. Sie lächelt. Hubert, Leon und Girrwitz sitzen auf Liegestühlen vor dem Holzhaus. Sehen wir gescheit auf. Leon tippt auf sein Handy. Neben Hubert steht ein Verstärker. Seidel sitzt vorm Laptop. Wütend springt er auf und öffnet das Fenster. Ruhe, verdammt, wo geht die Polizei rum? Hallo, wir sind schon da. Was soll das? Als Lisa Winkler bei Ihnen geklingelt hat, hat Ihre Playlist genau diese Musik gespielt. Sie ist auf ihrer Couch gesessen, hat aufs Taxi gewartet. Sie haben die Musik gewechselt, passend zur Situation. Aber Lisa wollte nicht so, wie Sie wollten, was? Ihre Freundin Polly hat mitgehört. Sollen wir sie davor spulen? Sie waren das. Sie sind bei mir eingebrochen. Der Sitt, soll er sie runter dir zu machen. Hey, stopp! Polly, anhalten! Anhalten, stopp, anhalten! Leon grinst. Ich wollte das nicht. Sie hat sich so sehr gewehrt, sie ist dann gegen den Tisch gefallen. Das war nicht meine Schuld. Stopp! Er läuft gegen den Bürostuhl. Haben Sie noch irgendeinen Musikwunsch, Herr Schwarz? Irgendwas zum Wachwerden? Hubert ins Mikro. Ihr seht, voll auf dran. Das war Hubert ohne Staller. Eine smarte Dame. Von 2019. In weiteren Rollen Jeanne Gourceau als Rebecca, Patrick Mölleken als Leon, Lavinia Thelen-Nowak als Maria, Tobias John von Freyend als Tom, Markus Andreas Klauk als Seidel. Drehbuch Philipp Kettner, Regie Anna-Katharina Meyer.